Guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Test von HandyMC.de. Ich habe euch heute hier das schöne BlackBerry Playbook mitgebracht. Und zuerst mal zu den allerwichtigsten Infos. Das BlackBerry Playbook hat ein 7 Zoll LCD TFT Display. Drauf ist BlackBerry Tablet OS. Es hat eine 5 Megapixel Kamera und wird mit Gestensteuerung bedient. Das hier ist das erste Tablet aus dem Hause Research in Motion. Und wie ihr seht, habe ich hier die Version mit 16 GB. In dieser Form kostet das Playbook 440 Euro. Und lange Rede, kurzer Sinn, gucken wir uns mal an, was alles im Lieferumfang enthalten ist. Das ist ja in der Tat ein ziemlich großes Paket. So, wenn ich hier den Deckel abnehme, dann kommt es zumindest noch verhüllt zum Vorschein. Das hier, da drin steckt das BlackBerry Playbook in diesem Sleeve. So, und das sitzt auf jeden Fall gut. Dieses Sleeve sitzt gut, denn hier haben wir es. So sieht es also aus, das BlackBerry Playbook. Was ist noch im Lieferumfang enthalten? Nicht besonders viel, um ehrlich zu sein. Hier habt ihr, da ist das Handbuch drin. Dann habt ihr hier einen Netzstecker, ein Datenkabel mit Micro-USB und normalem USB. Gut gefallen hat mir in der Tat hier diese Tasche bzw. dieser Sleeve und dass das eben, ich möchte sagen, exklusiv mit dabei ist, weil das macht einfach nicht jeder Hersteller. Und das Praktische ist natürlich, dass man nicht nochmal Geld für zum Beispiel ein No-Name-Produkt ausgeben muss, sondern hier habe ich eben gleich vom Hersteller das passende und originelle dabei. Und ihr seht das hier, ist auch der Schriftzug BlackBerry drauf. So, beschäftigen wir uns jetzt mal mit dem Playbook an sich. Man hat also sofort einen sehr guten Grip und also man muss keine Angst haben, dass es einem irgendwie aus der Hand fällt oder so. Es ist wirklich, hat man es einmal gepackt, dann hat man es auch fest in der Hand. Einmal kurz die wichtigsten Maße. Das BlackBerry Playbook hat eine Breite von 194 mm. Es ist 130 mm hoch und an der dicksten Stelle 10 mm dick und insgesamt 425 Gramm schwer. Der Akku ist, wie ihr hier seht, fest eingebaut, da muss man also nicht noch extra irgendwie einen einlegen und der Akku hat 5300 mAh. So, was haben wir hier noch beim BlackBerry Playbook, was das Äußerliche angeht? Hier vorne habt ihr oben eine sekundäre Kamera und die hat eine Auflösung von 3 Megapixeln. Daneben ist noch ein LED verbaut und das leuchtet grün, zum Beispiel wenn der Akku voll ist, oder rot, wenn er leer ist. Hier links und rechts, hier die beiden, das sind zwei Lautsprecher, die für einen gewissen Stereo-Sound sorgen. Das finde ich schon mal sehr gut. Insgesamt muss man sagen, dass das BlackBerry Playbook viele Sensoren hat, die vor allem hier in dem Rahmen versteckt sind. Denn das Playbook wird ja eben per Gestensteuerung gesteuert und es hat zudem einen Bewegungssensor, der dem Tablet meldet, wie es gerade gehalten wird. Also ob so in diesem Querformat oder hier im Hochformat. Das zeige ich euch aber natürlich noch ausführlich. Das Display hat insgesamt eine Diagonale von ca. 17,8 cm und ist qualitativ auf jeden Fall sehr hochwertig. Was haben wir sonst noch hier unten? Nicht zu übersehen das BlackBerry-Logo. Und was mir so als erstes auffiel, als ich es ausgepackt habe, insgesamt sieht es, wie ich finde, aus wie ein Bilderrahmen und ich finde, daher unterschätzt man es auch leicht und kann sich nicht vorstellen, was das Ding eigentlich alles so kann. Wie gesagt, hier in dem Rahmen hat es touch-sensitiv, damit man die Gestensteuerung durchführen kann. Hier unten seht ihr einmal hier ganz klein die Seriennummer. Dann habt ihr hier einen HDMI-Ausgang. Das Kabel ist nicht dabei, das müsst ihr euch dann eben noch kaufen. Dann gibt es hier einen Micro-USB-Anschluss und hier noch einen Dock-Anschluss. Hier oben habt ihr hier den Anschluss für ein Headset.
Dann noch sind hier diese ganz kleinen, ich hoffe, ihr seht das, diese ganz kleinen Einkerbungen, das sind zwei Mikrofone. Und dann habt ihr hier die An- und Aus-Taste. Und das ist in der Tat häufiger Kritikpunkt, dass viele sagen, dass sie hier zu tief im Gehäuse liegt und man deswegen schwer da dran kommt. Mir ist das jetzt nicht so aufgefallen. Ich kann es aber verstehen, wenn man findet, dass das schwer zu betätigen ist. Dann habt ihr hier eben noch eine laut-leise Wippe und die ragt schon mehr aus dem Gehäuse raus als die An- und Aus-Taste. Und damit könnt ihr eben laut und leise machen, beziehungsweise Play und Stop. Hier hinten haben wir dann die 5-Megapixel-Kamera. Die kann Videos in Full HD aufnehmen, das heißt in einer 1920x1080er Auflösung. Was ich ein bisschen schade ist, dass hier das irgendwie ein LED-Licht fehlt. Und als kleinen Vorgeschmack darauf, was euch in den nächsten Videos noch alles so erwartet, kann ich schon mal sagen, dass Research in Motion uns noch ein BlackBerry-Handy mitgeschickt hat. Und was es damit auf sich hat und was das alles so kann, erfahrt ihr in den nächsten Videos.